Herzlich willkommen, hallo zu unserem allerersten digitalen Landesausschuss. Das ist für uns alle eine Premiere und wir hoffen, dass die Technik funktioniert und freuen uns auf jeden Fall schon mal sehr, dass viele Menschen da sind. Ein herzliches Willkommen an alle Delegierte, an alle Gäste, Mitglieder, an PressevertreterInnen, Mitglieder des Zukunftsrates, also unseren Facharbeitsgruppen und das Redaktionsteam. Wir freuen uns außerdem, dass Dikert und Schmidt da sind. Das ist die Agentur, die für den Programmprozess den Claim entwickelt hat, den ihr nachher sehen werdet. Ja, ich bin Hanna, ich bin Mitglied im Landesvorstand und werde den heutigen Abend moderieren. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir sind heute Abend leider nicht beschlussfähig, das stand auch schon in der Mail, weil wir keine Mandatsprüfung durchführen konnten. Wer am Samstag beim digitalen Parteitag der Bundespartei dabei war, hat aber gesehen, es gibt Online-Lostools und Quotierungstools. Da werden gerade die Erfahrungen von der Bundesgeschäftsstelle zusammengeschrieben und wir hoffen, dass wir das dann bald auch selbst nutzen können. Da müssen wir uns noch einen Moment gedulden und haben für uns für heute Abend deswegen Alternativen überlegt. Wir haben für heute Abend vier Tagesordnungspunkte. Einmal kurz die Begrüßung, die jetzt stattfindet. Dann wird es eine politische Lage geben. Wie immer, der dritte Punkt ist der Programmprozess, das Wichtigste des Abends. Und dann machen wir unter Top 4 noch einen kleinen Ausklang unter Sonstiges. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Das ist vermutlich hier bei euch an der Seite. Wir werden einen Teil der Fragen möglicherweise direkt im Chat beantworten, gerade wenn es eher so organisatorische sind. Und die anderen Fragen werden gebündelt und zusammengefasst. Und ich werde sie dann an Nina und Werner, unsere Landesvorsitzenden, stellen. Dafür zuständig, dass diese Fragen entweder beantwortet oder weitergeleitet werden, sind aus der Landesgeschäftsstelle Jana und Christine. Hallo Christine, hallo Jana. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ansonsten arbeiten heute Abend noch mit Christopher, der das Protokoll schreibt, und Sebastian, der die Technik macht. Das heißt, wenn ihr technische Fragen habt, schreibt die auch gerne in den Chat und dann wird euch Sebastian gegebenenfalls antworten. Ansonsten noch der Hinweis, nachher wird so eine Präsentation gezeigt, die könnt ihr größer machen, wenn ihr das Pluszeichen auswählt. Und wenn, falls ihr euch wundert, dass ich hier manchmal zur Seite schaue, das liegt daran, dass ich nebenbei einen zweiten Bildschirm laufen habe mit Regieanweisungen. Da wird mir zum Beispiel hoffentlich gleich gesagt, wie viele Personen sich für heute Abend schon eingewählt haben. Und das werde ich dazwischendurch einsagen. Das bedeutet nicht, dass ich euch nicht sehe oder so, sondern das ist nur nebenbei. Ja, ich glaube, das waren alle organisatorischen Hinweise. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir direkt zur politischen Lage, die wird Nina machen. Und hier der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne schon während Ninas Vortrag in den Chat. Und dann werden wir hinterher vier Fragen, wie immer, gut grün quotiert, stellen. Jetzt aber erstmal Nina, was war los in den letzten 6 oder 8 Wochen? Wir freuen uns auf deinen Bericht. Ja, danke, danke, liebe Hanna, auch von mir ganz herzlich willkommen. Es ist eine etwas seltsame Situation, jetzt digital euch alle nicht zu sehen. Wir vermissen das auch alle sehr, die Parteitage. Wir freuen uns aber auf der anderen Seite, dass wir diese Möglichkeit haben und deswegen vorneweg an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle, ganz besonders an unsere Geschäftsführung. Das ist Judith, die eigentlich nur eine Elternzeitvertretung ist. Und ein bisschen überrollt wurde von diesen Vorfällen der letzten Wochen und Monate. Und ich finde, das wirklich großartig gemeistert hat. Wir haben seit dem letzten LA wirklich sehr, sehr viel erlebt und haben alles umgestellt auf digital. Und dass das so gut geklappt hat in der gesamten Partei, da hat Judith einen großen Anteil dran. Deswegen an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön. Genau, ich habe es jetzt eben schon gesagt, seit dem letzten LA ist ziemlich viel passiert. Ich weiß noch ziemlich genau, wie wir uns das letzte Mal in der Bundesgeschäftsstelle getroffen haben und die LDK vorbereitet haben, Satzungsänderungen durchgesprochen haben, die wir auf dieser LDK verabschieden wollten. Und dann kam Corona und die LDK ist ausgefallen. Das heißt, was wir als Partei in den letzten Wochen gemacht haben, ist vor allem, dass wir
versuchen, uns organisatorisch so aufzustellen, all diese Dinge, die jetzt getan werden müssen, die Digitalisierung der Partei eben voranzutreiben. Das seht ihr, das funktioniert gerade sehr gut. Hanna hat es aber eingangs auch schon gesagt, wir können beispielsweise Abstimmungen als Berliner Landesverband zumindest noch nicht online durchführen. Da sind wir im Austausch mit dem Bundesverband, dass das möglichst bald hoffentlich auch geht, dass wir eben dann auch unsere LDK, die Entscheidungen dieser LDK irgendwie zumindest die Wahlen und so weiter zu gegebener Zeit dann irgendwann machen können. Da sind wir gerade dabei zu prüfen, wann wir das tun können. Das ist alles noch sehr unsicher. Die Situation, das wisst ihr auch alle, ist sehr, sehr wechselt jeden Tag sozusagen, und Wahlen werden wir auf jeden Fall online nicht machen können. Das heißt, wir können irgendwann darüber sprechen, wann wir Abstimmungen machen können, aber Wahlen werden online erstmal nicht gehen. Das heißt, da müssen wir gucken, wann das wieder möglich sein wird, eben diese Wahlen der Antragskommission und so weiter dann eben tatsächlich auf einem Parteitag wieder machen zu können. Aber es ist seit dem letzten LA eben nicht nur bei uns in der Partei was passiert, was die Partei betrifft. Das interessiert jetzt euch als Mitglieder, das interessiert natürlich uns als Landesvorstand und die Landesgeschäftsstelle. Aber darüber hinaus sind natürlich viel, viel größere Dinge passiert. Die Welt hat sich wirklich seit dem letzten LA extrem weitergedreht. Das ist wirkt wie eine ganz andere Welt, in der wir plötzlich leben, weil Corona einfach alles auf den Kopf gestellt hat. Und ich muss sagen, ich möchte an dieser Stelle nochmal danken, auch unseren Senatorinnen und Senatoren, insbesondere natürlich Ramona Popp, unserer Bürgermeisterin vorneweg, aber auch Regine und Dirk und auch unsere Fraktionsvorsitzenden Silke und Antje. Ich finde, die führen uns gerade wirklich gut durch diese Krise. Ich finde, der Senat macht gerade einen wirklich guten Job. Wir waren beispielsweise als Land Berlin die Ersten, die mit der ITB eine Großveranstaltung abgesagt haben. Das heißt, wir haben wirklich schnell reagiert, wir haben da auch entschlossen reagiert. Das waren keine einfachen Entscheidungen, aber ich finde, unser Senat hat da einen wirklich guten Job gemacht, und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken. Ich finde es auch wirklich, es sind keine einfachen Entscheidungen, die da getroffen werden mussten, immer abzuwägen, machen wir jetzt, schließen wir jetzt etwas, fangen wir wieder an zu lockern und so weiter. Heute war die nächste MPK, wo dann eben direkt im Anschluss auch der Senat sich wieder getroffen hat und über Lockerungen diskutiert. Ich bin sehr dankbar, auch da zu spüren, dass unsere Senatorinnen und alle, die in der Regierung hier Verantwortung tragen, wissen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt anfangen zu lockern. Dass eben bei uns ist nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass unser Senat versucht, sich mit Armin Laschet da einen Überbietungswettbewerb zu geben, sondern die wissen, welche Relevanz ihre Entscheidungen da haben und dass man wirklich mit Bedacht lockern muss und sich darüber bewusst sein muss, was das bedeuten kann. Gleichzeitig aber ist auch klar, dass wir eben im Blick haben müssen, dass dieser Lockdown auch nicht ewig andauern kann. Viele von euch haben da auch schon in den letzten Wochen angefangen zu diskutieren, was hat das eigentlich für Folgen, was beispielsweise häusliche Gewalt betrifft, was die Ungerechtigkeiten im Bildungssystem betrifft und so weiter. Die verstärken sich gerade massiv. Das heißt, es ist auch klar, wir können diesen Lockdown nicht ewig weiterführen. Von den wirtschaftlichen Auswirkungen brauche ich euch, glaube ich, auch nichts erzählen. Das wisst ihr alle. Insofern ist klar, wir müssen irgendwie jetzt wieder Schritt für Schritt zu einem normalen Leben zurückkommen. Normal werden wir sehen, wann es wieder sein wird. Das wird sicher noch sehr lange dauern. Aber ich bin sehr froh, dass unser Senat da sehr, sehr mit Bedacht agiert und eben Lockerungen auch so macht, dass das ein möglichst niedriges Risiko ist, aber eben auch in alle Richtungen das Risiko jetzt möglichst gering gehalten wird. Darüber hinaus steht aber unser politisches Leben nicht still, und ich bin sehr froh, das habe ich eingangs schon gesagt, dass wir es geschafft haben, als Partei digital zu werden, digital weiterzutagen, die Kreisverbände tagen digital, die Landesarbeitsgemeinschaften tagen digital. Aber wir haben es eben auch geschafft, darüber hinaus unsere Position in die Stadt zu tragen. Wir haben am 1. Mai haben wir es geschafft, trotzdem sichtbar zu sein. Wir haben uns an Online-Aktionen beteiligt, aber beispielsweise der Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg hat auch eine Demo auf dem Landwehrkanal gemacht. Das heißt, unter Wahrung des Abstandsgebots natürlich. Das heißt, wir haben neue Wege gefunden, wie man eigentlich demonstrieren kann und trotzdem zeigen kann, wir sind da und wir stehen für grüne Positionen ein. Fridays for Future hat
Diesen hat auch einen Aktionstag gehabt, der hauptsächlich digital stattgefunden hat, aber wo dann eben vor dem Bundestag die ganzen Plakate quasi ausgestellt wurden, wo viele von euch sich auch beteiligt haben, wo wir auch gezeigt haben, wir machen weiter und wir bekämpfen auch die anderen Krisen. Denn es ist ganz klar, Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, aber deswegen hören die anderen Krisen ja nicht auf. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, dass es weiter eine starke grüne Stimme gibt. Und ich bin sehr dankbar, dass auch unsere Mitglieder, ihr alle, dass ihr den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern weiterhin aktiv grüne Politik umsetzt. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass dieser Programmprozess, wo Werner uns jetzt gleich drauf einstimmen wird, wirklich ein voller Erfolg wird, weil ich glaube, gerade diese Zeiten jetzt zeigen auch, dass es uns nach wie vor und dringender denn je im Moment braucht. Soweit erstmal. Vielen Dank, liebe Nina. Ich habe bisher keine Fragen von einer Frau. Das ist sehr schade. Von daher jetzt nochmal der freundliche Aufruf, sonst muss ich ein Frauenvotum machen. Liebe Frauen, wenn ihr Fragen zur politischen Lage habt, und ich glaube, da gibt es eine Menge Dinge, die man aktuell fragen könnte, dann schreibt sie gerne in den Chat und dann sehe ich sie hier gleich. Das wäre total praktisch. Sonst macht es nur mal eine kleine Überbrückung. War auch noch die Frage nach Wahlen, warum Wahlen beim Parteitag möglich waren, aber jetzt nicht und vielleicht bis eine Frauenfrage da ist. Kläre ich das schon mal. Wir müssen unterscheiden zwischen Personenwahlen und Sachfragen, also Abstimmungen. Es ist möglich, Abstimmungen zu machen über Sachfragen, aber es ist nicht möglich, Personenwahlen zu machen. Und das ist der springende Punkt. Wir haben ja am Wochenende auch keine Person direkt gewählt, sondern maximal bestätigt. Ich warte immer noch auf eine Frage von einer Frau. Von daher fühlt euch ermutigt. Na, da kommt was. Eine Frage von Andrea. Ach so, und eine Sache habe ich vorhin vergessen, das sage ich jetzt noch dazu. Sagt gerne eure Gliederung, also euren Kreisverband oder eure LAG dazu oder euren sonstigen Hintergrund, dann erkennt man manchmal die Person wieder. Bei fast 10.000 Menschen kennt man ja doch nicht jeden persönlich, aber manchmal hilft es ja, wenn man die Gliederung dazu schreibt. Also eine Frage von Andrea. Wie sieht es angesichts der aktuellen Lage mit den Listenaufstellungen Bundestag AGH auf? Gleich eine sehr drängende Frage. Und die Frage von Klaus habe ich leider schon beantwortet, aber ich stelle sie hiermit trotzdem nochmal. Warum sind Wahlen online nicht möglich? Denn beim digitalen Parteitag gab es auch Wahlen. Genau. Genau, Hanna hat es jetzt schon zum Teil beantwortet. Der Parteitag am Wochenende hat eben keine Personenwahlen gemacht, sondern nur Abstimmungen über Sachfragen. Und es kommt erschwerend hinzu, dieses Tool wurde programmiert bei der Bundespartei, ich glaube wahrscheinlich bis eine Minute bevor der Parteitag losging, also ziemlich spitz auf Knopf und wirklich bemerkenswert, wie großartig das gelaufen ist am Wochenende. Und wir sind in engem Austausch mit dem Bundesverband, um eben auch möglichst schnell dieses Tool für uns nutzen zu können, dass eben auch wir als Landesverband möglichst schnell dahin kommen, Abstimmungen beispielsweise bei einem LA, wie wir ihn heute haben, wieder machen zu können. Aber wir haben bisher noch keinen Zugriff auf dieses Tool. Wir sind da im Austausch mit dem Bundesverband. Da muss noch einiges angepasst werden, dass die Landesverbände das nutzen können. Also es geht nicht darum, dass der Bundesverband uns das dann nicht zur Verfügung stellen wollte, sondern sie arbeiten damit Hochdruck dran. Aber es ging einfach noch nicht so schnell. Ich muss aber sagen, ich bin wirklich dankbar. Ich glaube, wir sind die Partei, die da am weitesten ist. Wir haben mit unserem grünen Netz ja quasi schon eine Basis gehabt, auf die man zurückgreifen konnte, wo alle Mitglieder ein Login haben, wo also beispielsweise die Akkreditierung von Leuten auch relativ einfach dann wiederum möglich ist. Das haben andere Parteien ja noch gar nicht. Das heißt, wir sind da einen großen Schritt weiter als viele andere und werden deswegen diese Abstimmung auch sicher im Landesverband bald machen können. Das ist aber eben etwas anderes als Personenwahlen. Und da komme ich dann eben auch jetzt zu der Frage Listenaufstellung und so weiter. Also Listenaufstellungen sind auch laut Wahlgesetz online überhaupt nicht möglich. Und auch Personenwahlen sind insofern schwierig, als dass natürlich jedes System ein Stück weit hackbar ist. Und das ist dann bei Personenwahlen, wo es eben dann auch um
persönliche Dinge geht, ist es schwierig zu gewährleisten, dass diese eben anonymisiert dann wirklich stattfinden. Auch da prüfen wir weiterhin mit dem Bundesverband, was da gegebenenfalls noch möglich wird. Das kann ich euch jetzt, ich bin kein IT-Experte, das tut mir leid, ich warte da immer nur auf das, was ich vom Bundesverband gesagt bekomme. Da kann ich euch einfach noch nicht versprechen, ob wir das hinbekommen oder nicht. Ich kann euch aber sagen, Listenaufstellungen werden definitiv online nicht gehen. Dafür müsste das Wahlgesetz geändert werden und das zeichnet sich derzeit nicht ab, bisher zumindest. Insofern werden diese Listenaufstellungen, wir haben die ja geplant, das haben wir auch schon mal in diversen Versammlungen auch schon erzählt, dem einen oder anderen, aber die, die es noch nicht wissen, werden es auch gleich in der Präsentation, die Werner hält, nochmal detaillierter erfahren. Aber eigentlich hatten wir geplant, diese Listenaufstellung für den Bundestag im Herbst zu machen und fürs Abgeordnetenhaus im Frühjahr nächsten Jahres. Unsere Landesmitgliederversammlungen, wo wir das machen, sind die größten Landesmitgliederversammlungen, die wir je hatten, gehen wir von aus, wären es geworden. Wir haben mit 2000 Leuten gerechnet, dass man derzeit keine Versammlung mit 2000 Leuten machen kann, ist offensichtlich. Und wir wissen nicht, wann es wieder möglich sein wird, überhaupt Versammlungen zu machen. Und wir sind da in engem Austausch mit der Landeswahlleitung. Denn auch da kann ich euch vielleicht ein Stück weit beruhigen, sind wir natürlich nicht die Einzigen, die das betrifft. Auch die anderen Parteien wollen Listen aufstellen und auch die anderen Parteien haben übrigens noch keinen einzigen Delegierten gewählt, der eine solche Liste wiederum wählen konnte, weil die Delegierten durfte man erst ab dem 25. März überhaupt wählen. Das hängt immer an der Wahlperiode und erst so und so viele Monate nach Beginn der Wahlperiode dürfen die Delegierten für die Aufstellung der Liste für die nächste Wahlperiode gewählt werden. Das heißt, noch niemand hat überhaupt Delegierte aufgestellt. Wir sind da also nicht allein mit dem Problem, sind in engem Austausch mit der Landeswahlleitung und sobald wir irgendwelche gesicherten Erkenntnisse haben oder auch Wahrscheinlichkeiten sich abzeichnen, werden wir natürlich die Partei informieren, weil uns natürlich bewusst ist, dass das für euch alle auch super relevant ist. Wunderbar, vielen Dank, Nina. Ich habe zwei weitere Fragen und dann sind auch noch weitere gekommen. Vielen Dank dafür. Leider können wir nur viel beantworten, aber Bethül möchte wissen, wie sieht es aus mit Beratung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Corona-Zeiten? Und Daniela aus Lichtenberg fragt, wie die weiteren Planungen bezüglich Direktkandidatinnenaufstellung sind. Das hast du ja in Teilen schon beantwortet. Genau, ich fange einmal nochmal mit der Direktkandidatenaufstellung an. Das schließt da ja ganz gut an. Auch da müssen wir einfach nochmal schauen, wie die Landeswahlleitung und dann eben auch der Senat, der ja die Eindämmungsverordnung eben erlässt, uns da empfiehlt, wann wir was tun können. Es ist ja auch so, dass die Kreisverbände da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt schon seit Sonntag Gottesdienste wieder erlaubt sind oder erst ab nächstem Sonntag Gottesdienste wieder erlaubt sind, aber das kommt jetzt auf jeden Fall und das sind 50 Personen, die da erlaubt sind. Das heißt, natürlich auch unter gewissen Auflagen. Es geht mir nicht darum, dass unsere Parteiversammlungen Gottesdienste sind, versteht mich nicht falsch, aber es ist also offensichtlich die Überzeugung da, es gibt Versammlungen, die bei den Gottesdiensten zumindest in den Augen einiger Menschen, für die das sehr wichtig ist, passieren können bis zu einer gewissen Größe. Und es gibt einige Kreisverbände, wo diese 50er-Grenze zum Beispiel schon reichen würde. Es gibt andere Kreisverbände, wo wir davon ausgehen, dass 200 Leute kommen, wenn wir Delegierte wählen, wenn wir eine Direktkandidatin aufstellen. Das heißt, wir müssen an einem Punkt irgendwann kommen, wo auch diese Größenordnung wieder erlaubt ist. Ich gehe aber davon aus, dass es gegebenenfalls da dann auch vielleicht Ausnahmeregelungen oder sonst was gibt, einfach weil es ja notwendig ist, diese Personen aufzustellen. Also ich glaube, dass die Privatparty mit 200 Leuten später erlaubt werden wird als die Listenaufstellung oder die Direktkandidatenwahl mit 200 Leuten. Und natürlich sind wir dann auch in engem Austausch, was möglich ist mit Masken, mit Abstandsregeln und so weiter. Es ist ganz klar, dass die Räume, die wir uns auch jetzt optional angucken für alle möglichen, also wir haben zum Beispiel alle möglichen Räume geblockt für unsere Veranstaltungen, die gegebenenfalls stattfinden könnten, dass diese Räume alle deutlich größer sind, als sie es wären, wenn wir nicht Corona hätten. Das ist auch klar. Genau, das könnt ihr vielleicht als Kreisverbände auch mit berücksichtigen. So, und dann Thema Schwangerschaftsabbrüche. Das ist tatsächlich auch eines, was mich persönlich sehr umtreibt. Das steht ja im Zusammenhang insgesamt mit diesem gesamten Backlash ein Stück weit, was Frauenrechte angeht, was jetzt in der Corona-Krise wirklich extrem ist. Und
da setzen wir uns, da haben wir jetzt auf Berliner Ebene, müsste ich lügen, ehrlich gesagt, wenn ich euch jetzt sagen würde, ich weiß ganz genau, was die Fraktion im Abgeordnetenhaus dazu schon in Bewegung gebracht hat. Ich weiß aber, dass die Abgeordneten da auch dran sind und auch im Bundestag die Abgeordneten dran sind, zu gucken, was ist möglich. Zum Beispiel, du kannst ja medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche auch zu Hause vornehmen. Das ist bei uns in Deutschland bisher nicht möglich, da zum Beispiel zu sagen, was kann man eigentlich da nochmal das einfacher zu machen. Und ein Problem ist eben tatsächlich die Beratung, da eben auch zu gucken. Wir haben ja diese verpflichtenden Beratungsgespräche, die viele von uns ohnehin kritisch sehen, aber da zu gucken, kann man die aussetzen, kann man die online machen und so weiter. Das ist uns wirklich ein Anliegen, weil, wie gesagt, insgesamt einfach dieser Backlash, den wir gerade erfahren, was Frauenrechte angeht, der macht mir auch nachhaltig Sorgen. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir da weiter kämpfen, dass Frauenrechte jetzt nicht einfach 30 Jahre zurückgedreht werden. Danke dir. Das waren leider schon 4 Fragen, aber mach gerne weiter so. Wir kommen gleich zu Top 3, sogar schon dem Programmprozess. Ich wollte aber noch kurz dazwischen sagen, es sind mittlerweile schon 260 Menschen dabei. Das ist, glaube ich, der größte Landesausschuss, den wir je hatten. Das freut mich sehr. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon geschwind zum Top-Programmprozess. Bevor Werner gleich startet, möchte ich euch wie eben schon ermutigen, gleich eure Fragen zu stellen. Es wird folgendermaßen sein: Wir werden A, einen Teil im Chat beantworten und einen anderen Teil werde ich dann an Werner und Nina weitergeben, wie immer quotiert. Und wir werden so viele Fragen stellen, wie wir es bis 21 Uhr schaffen. Also es gibt keine feste Zahl, sondern wir versuchen so viel wie möglich zu schaffen, um aber trotzdem dann pünktlich zu schließen. So, jetzt lauschen wir aber erstmal Werner und los geht's. Ja, hallo Hanna, danke. Ihr Lieben, für uns Grüne war schon immer klar, die Zukunft, die wir wollen, die müssen wir auch selber erschaffen. Und auch wenn die Folgen der Corona-Krise uns noch lange beschäftigen werden, wer nicht jetzt alle Probleme, alle Krisen und alle Herausforderungen gleichzeitig angeht, der verspielt die Zukunft der zukünftigen Generation. Die Klimakrise ist immer noch in ihrem großen bedrohenden Ausmaß allgegenwärtig. Und es fängt nicht einfach einmal an zu regnen, nur weil wir uns gerade mit Corona beschäftigen. Die Hitzeperioden, die Trockenperioden, die erzwingen ein genauso radikales und vernünftiges Handeln wie bei Corona. Und deshalb müssen wir in der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik und in der Ernährungswende endlich auch viel weiter vorankommen. Wer die Klimakrise heute immer noch als Spielerei bezeichnet, der hat absolut nichts von den ganzen Krisen verstanden. Der hat nicht verstanden, dass, wenn wir die Folgen dieser Krisen sehen, es schon viel zu spät ist. Das gilt für Corona, aber das gilt eben auch für die Klimakrise. Und wir Grüne, wir müssen auch die ganzen weiteren Probleme für die Berlinerinnen und Berliner in den Blick nehmen. Wir müssen die steigenden Mieten anfassen und wir müssen dagegen vorgehen. Wir müssen uns um die Erzieher und Lehrerinnen kümmern, um den Mangel dort. Wir müssen die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich bekämpfen. Wir müssen aufstehen gegen rassistische Diskriminierung und etwas tun gegen den Hass und die Hetze und den rassistisch betriebenen Morde. Hierfür müssen wir in der nächsten Zeit weitere und neue oder unsere alten Lösungen weiter erarbeiten. Für die Bezirke, in den Kiezen, aber auch für die ganze Stadt. Berlin hat dank den Grünen in den letzten Jahren schon neue Wege in diesen Punkten eingeschlagen. Über Jahrzehnte wurde Berlin in als autogerechte Stadt in Beton gegossen. Aber nun haben wir die Verkehrswende eingeleitet. Nun wird auch entsiegelt. Und wo früher tristes Grau war, beginnt Grün zu sprießen. Und in der Karl-Marx-Allee werden wir dieses Grün am meisten bald sehen. Früher wurden Wohnungen verscherbelt. Und heute tun wir genau das Gegenteil. Wir kaufen Wohnungen, auch dank dem Vorkaufsrecht. Wir beschleunigen den Neubau und wir deckeln die Mieten. Wir haben das Ausländeramt zu einem Einwanderungsamt umgebaut. Wir haben Geld in die Sanierung von Schulen investiert und wir haben Menschen in den Ämtern eingestellt. Ja, und wir haben auch Tausende von S- und U-Bahn-Wägen bestellt. Wir Grüne haben hier in Berlin die Wende eingeleitet, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Deshalb gilt es für uns in den nächsten Monaten auch ganz klar zu sagen, wir denken in dieser Krise auch schon an die Zukunft. Wir planen heute schon für morgen. Denn der Moment, in der sich die Zukunft für die nächsten Generationen entscheidet, der ist nämlich genau jetzt. Und deshalb haben wir Grüne auch den Mut, die großen Fragen, die Berlin umtreibt, zu beantworten. Für eine lebenswerte und liebenswerte Stadt. Deshalb heißt es für uns auch,
die Zukunft ruft nach uns. Und in dem Programmprozess wollen wir gemeinsam der Zukunft eine Antwort geben. Und wie wir uns das so vorgestellt haben, dass wir das erarbeiten, das wollen wir euch jetzt einmal darstellen. Wir wollen in dem Programmprozess, jetzt muss die PowerPoint-Präsentation noch gehen, jawohl, in den Phasen erstmal haben wir natürlich schon längere Zeit geplant und wir haben auch über den ganzen Wahlkampfzeit hinaus geplant. Aber jetzt im Augenblick sind wir noch in der sehr bunten Phase am Anfang, wo es die Planung sind vorbei, jetzt beginnt die Beteiligung, wo wir uns um das Programm tatsächlich kümmern wollen. Wie sieht der Zeitplan aus? Die ganzen Rahmenbedingungen zuerst. Wenn wir dieses Programm machen, ist für uns immer wichtig, dass wir im Augenblick unter neuen Situationen auch dieses Programm erarbeiten. Wir kommen nicht mehr aus der Opposition heraus, sondern wir sind in der Regierung. Ich habe vorher auch schon dargestellt, dass wir auch schon vieles auf den Weg gebracht haben. Wir haben vieles angestoßen, aber wir sind lange noch nicht am Ziel. Das muss natürlich auch so ein Wahlprogramm in sich tragen. Wir sind nicht mehr ein kleiner Juniorpartner, sondern wir haben seit über einem Jahr in den Umfragen geführt. Das heißt, wir spielen natürlich auch in dieser Liga, wo es geht darum, auch den regierenden Bürgermeister zu stellen, auch mit. Und wir sind keine kleine Partei mehr. Wir sind wahnsinnig gewachsen. Als Nina und ich als Landesvorsitzende gewählt wurden, waren wir bei 4.800, 4.500 Mitgliedern. Jetzt sind wir bei 9.750. Das ist fast eine Verdoppelung. Das heißt auch für uns als Partei, dass wir diese Herausforderung auch annehmen müssen und die Partizipation auch anders reinbringen müssen. Und für uns ganz, ganz wichtig ist, wir schreiben jetzt kein Werbemittel, sondern wir schreiben ein Programm. Dieses Programm ist quasi das Fundament für alles, was wir danach entwickeln, für die Kampagne und auch für alles Weitere, für jeden Flyer, für jedes Sharepic. Aber da geht es wirklich in der nächsten Zeit um das Programm. Schauen wir uns einmal die wichtigsten drei Rahmenbedingungen an. Als erstes haben wir uns gedacht, wir legen zwischen 2020 und 2021 einmal einen Jahreswechsel. Und es wird im September, entweder 19. September, 26. September, was genau wissen wir noch nicht, die Wahl dann geben. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir das Wahlprogramm am 8. Januar veröffentlichen wollen. Das heißt, bis dahin müssen wir es auch erarbeitet haben. Dazu kommt für uns noch, dass wir auch die Listen aufstellen müssen für den Bundestag. Das wollen wir am 28. November machen. Und für das Abgeordnetenhaus, das wollen wir am 17. und 18. April machen. Wie wir das genau jetzt tun, das hat ja Nina auch schon erzählt, wissen wir noch nicht. Wir hatten ja natürlich geplant, am 28. November eine LMV, also eine Landesmitgliederversammlung, durchzuführen. Aber durch Corona ist nicht mehr klar, ob wir das wirklich so leisten können, wegen den 2000 Leuten, die wir ungefähr erwarten. Das müssen wir jetzt mal schauen. Wir sind derzeit in Planung und haben einige verschiedene Modelle vorliegen, wie wir es vielleicht alternativ machen können. Am 28. November wollen wir dazu auch noch unsere Spitzenformation wählen, wie wir in das Abgeordnetenhaus mit reingehen wollen. Und dazu kommt noch auch die Bundesebene als Rahmenprogramm. Insgesamt werdet ihr in dieser Zeit nicht ein Wahlprogramm, das Landeswahlprogramm, erarbeiten, sondern insgesamt vier. Es gibt das Landeswahlprogramm, ihr werdet in euren Bezirken noch das Bezirkswahlprogramm erarbeiten. Dann gibt es das Bundestagswahlprogramm. Und es kommt das Grundsatzwahlprogramm. Ihr seht, das nächste halbe Jahr, ist voll mit inhaltlicher Debatte. Und ich hoffe, ihr freut euch da auch schon so sehr drauf wie ich. Aber es wird auch eine sportliche Leistung auch für uns alle. Wie haben wir uns das dann vorgestellt mit dem Meilenstein? Wir wollen heute den Auftakt setzen, indem wir euch ein bisschen erzählen, wie wir uns das vorstellen und wie es weitergehen soll. Und indem wir auch mit dem Call for Papers starten. Dazu erzählt dann euch Nina später noch ein bisschen mehr. Wir wollen am 19. Juni einen Kongress veranstalten. Den haben wir auch erst analog geplant, aber der wird jetzt digital stattfinden, wo die Zivilgesellschaft und wir aufeinandertreffen. Wir wollen also ganz am Anfang des Programmprozesses einen Input von außen bekommen, was die verschiedensten Akteure in dieser Stadt und Akteurinnen natürlich auch eigentlich von uns erwarten, was sie wollen. Und wir wollen das aufnehmen, um darüber zu beraten. Dann wollen wir, dass dieses Call for Paper, das kommt, die Personen und die Gruppen und die Facharbeitsgruppen, die wir gründen, diese Papiere bis zum 31. Juli bei uns einreichen, damit wir diese dann auch als Grundlage nehmen können, um beim Grünen Kongress im September diese zu debattieren. Das soll ein großer Kongress werden, wo wir nochmal mit allen zusammen in verschiedenen Foren, Gruppen und thematischen Arbeitsbereichen nochmal miteinander diskutieren und dieses, was die ganze Zeit, was jetzt am Anfang passiert ist, in den kleineren Gruppen dann auch zusammenführen. Und dann wird das Redaktionsteam den Landesvorstand
einen Programmentwurf erarbeiten und dieser soll dann zum 8. Januar für euch veröffentlicht werden. Wir haben auch geplant, und das klingt jetzt in Corona-Zeiten, wo alles digitalisiert wird, schon ein bisschen überholt, aber damals, als wir es noch vorgeschlagen haben, war es ganz modern, dass wir grüne Ratschläge, Online-Konferenzen, Telefonkonferenzen mit neuen Mitgliedern, mit passiven Mitgliedern auch machen, um das auch das Programm auch nochmal mit Ihnen zu debattieren. Und wir wollen auch, wenn wir das haben, auch nochmal mit der Zivilgesellschaft in Multiplikatorengespräche und Berlin-Gespräche zusammen das besprechen und auch für unser Programm dann schon mal werben. Dann kommt ein für euch auch wahrscheinlich sehr entscheidender Punkt, nämlich der 27. Februar. Das ist dann der Änderungsantragsschluss, wenn wir am 8. Januar das veröffentlichen. Das ist aber jetzt nicht mehr so, wie das die Satzung im Augenblick vorgibt. Aber wir wollen das 3 Wochen ziehen, diesen Änderungsantragsschluss. Da gibt es eigentlich schon einen Satzungsänderungsantrag, den wir beim letzten LDK, die ausgefallen ist, verabschieden wollten. Aber das ist auch wichtig für uns in der LGS und auch für die ganzen Änderungsantragsteller, damit wir fair miteinander diskutieren können. Weil bis wir die Sichten lesen, Verfahren vorschlagen und dann miteinander verhandeln, dann wird man schon 3 Wochen brauchen. Das große Finale vom Programmprozess wird dann natürlich und auch der größte Höhepunkt die Wahlprogramm LDK im März sein, wo wir das Programm verabschieden wollen. Und wir wollen dann auch nochmal im August eine kleine Auskopplung des Wahlprogrammes machen, ein Regierungsprogramm, wo wir nochmal darstellen, wie wir in einer ganz komprimierter Form, was in der nächsten Periode stattfinden soll. Also ihr seht, wir haben 2 Produkte, die wir erarbeiten wollen. Ein großes, mutiges Programm, wo es auch um die Vision für Berlin geht. Wo wollen wir hin? Wo es um die Meilensteine geht, die wir erreichen wollen? Und wir wollen aus dem dann eine Auskopplung herausmachen für ein Regierungsprogramm. Nicht falsch verstehen, natürlich wollen wir auch bei dem großen Programm schon auch Schlüsselprojekte reinschreiben. Das soll sehr konkret auch werden, was wir alles vorhaben. Das soll sich nicht nur in der Metaebene und nur in der Vision verlieren. Aber wir glauben, dass es auch wichtig ist, dass gerade wir als Grüne Partei mit einer Vision in diesen Wahlkampf hineingehen. So, und nun kommt Nina nochmal zu euch und wird euch erzählen, wie ihr euch beteiligt. Ja, genau. Wir wissen natürlich, dass wir in der Partei unheimlich viel Fachwissen haben und wir wissen, dass ihr alle gerne auch mitdiskutiert. Deswegen haben wir zwei Säulen sozusagen, wie dieses Wahlprogramm entsteht. Die eine Säule ist die Arbeit des Landesvorstands, des Redaktionsteams und des sogenannten Zukunftsrats. Und ich fürchte, die Präsentation hängt gerade einen Moment. Ich erzähle euch trotzdem schon mal weiter und dann werdet ihr gleich das Bild dazu sehen. Wir haben als Landesvorstand, wunderbar, jetzt seht ihr es hoffentlich auch, also ich sehe es jetzt zumindest, wir haben als Landesvorstand ein Redaktionsteam berufen sozusagen, das uns unterstützt, das am Ende einen Programmentwurf zusammenschreiben soll, den dann der Landesvorstand der Partei vorschlagen kann. Die politische Verantwortung liegt natürlich nichtsdestotrotz beim Landesvorstand. Dieses Redaktionsteam haben wir so besetzt, dass wir dachten, es wäre sinnvoll, wenn dort zum einen 2 Mitglieder des Landesvorstands mit drin sind, die den Fluss, den Informationsfluss zwischen Redaktionsteam und Landesvorstand gewährleisten, die aber nicht unbedingt Werner und ich sind, denn Werner und ich haben natürlich eine relativ spezielle Sicht auf manche Dinge. Wir sind relativ tief drin und es ist natürlich nicht verkehrt, auch nochmal jemanden dabei zu haben, der nochmal eine gewisse Außenperspektive ein Stück weit hat und auch nochmal das Ohr anders an der Partei hat vielleicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, Andreas Audretsch und Hanna Steinmüller als Mitglieder des Landesvorstands in dieses Redaktionsteam zu berufen. Wir haben darüber hinaus die beiden Personen, die für uns Grüne im Roten Rathaus die Regierungskoordination machen, gebeten, ihr Fachwissen, was sie haben, auch dann ehrenamtlich in ihrer Freizeit für uns wiederum einzubringen. Das sind Alessa Berkenkamp und Martin Wilk und wir sind sehr dankbar, dass die beiden das auch tun. Und dann haben wir noch 2 Basismitglieder. Das ist einmal Aida aus Friedrichshain-Kreuzberg und Thilo aus Mitte. Viele werden die beiden auch kennen. Das sind, wie gesagt, Basismitglieder, weil wir glauben, es ist gut, Leute zu haben, die gut schreiben können. Das können die beiden, aber eben auch die Basis quasi sozusagen vertreten. Das ist also unser Redaktionsteam. Dieses Redaktionsteam begleitet
den Zukunftsrat. Der Zukunftsrat, das sind all die Menschen, die wir gebeten haben, in Facharbeitsgruppen mitzuarbeiten. Die Facharbeitsgruppen sind in 11 Clustern geclustert sozusagen, also 11 Facharbeitsgruppen, die sich mit den relevanten Themen, also eigentlich allen Themen, die die Berliner Stadtgesellschaft, die Berlin bewegen, befassen. Zum einen das Thema die Facharbeitsgruppe Solides Fundament, dann haben wir eine innovative Wirtschaft, neue Mobilität, soziale Teilhabe, gesundes Leben, lebenswerte Stadt, lebendige Stadtnatur, offene Gesellschaft, wir haben kulturelle Vielfalt, freie Stadtgesellschaft und gerechte Chancen. In all diesen Facharbeitsgruppen sind dann, das seht ihr hier nochmal, diverse Unterthemen, die sind unterschiedlich groß und umfangreich, aber ich glaube, alle haben ordentlich viel zu tun und die erarbeiten gerade Papiere, die sie dann wiederum dem Redaktionsteam gegen Ende des Sommers zur Verfügung stellen, woraus das Redaktionsteam dann das Programm stricken wird. Diese Papiere bestehen, sind relativ klar strukturiert und diese Struktur, und das ist eben die zweite Säule dessen, wie das Programm entsteht, diese Struktur würden wir auch alle aktiven Mitglieder, die Lust haben, sich einzubringen, bitten, ihre Papiere in dieser Struktur zu halten. Und zwar ist es so, dass wir erstmal wissen möchten, was sind eigentlich eure Visionen für Berlin in 2050? Also nicht eine komplett umfassende Vision, sondern wenn ihr beispielsweise euch mit dem Thema Verkehrspolitik befasst, dann wäre, also meine Vision zumindest für Verkehrspolitik wäre, dass man in Berlin 2050 nicht mehr auf sein Auto angewiesen ist, dass man innerhalb kürzester Zeit, so gut das geht bei den Entfernungen, die wir in dieser wunderschönen Stadt haben, gut von A nach B kommt, ohne ein eigenes Auto, ohne Angst haben zu müssen, von einem LKW überfahren zu werden und so weiter. Dass also dass der öffentliche Nahverkehr gut ist und dass aber auch die unterschiedlichen Verkehrsformen wie Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr und so weiter gut vernetzt sind. Das wäre die Vision und dann haben wir natürlich darauf auf dem Weg zu dieser Vision, welche Meilensteine brauchen wir eigentlich? Also was müsste eigentlich bis 2035 an Meilensteinen passiert sein, um dahin zu kommen? Und dann nochmal ganz konkret, in den nächsten 5 Jahren, also innerhalb der nächsten 5 Jahre in der Wahlperiode, was sind die konkreten Maßnahmen, die bis dahin passieren müssen? Das wäre also quasi das, wie die Papiere strukturiert sein sollen. Und wir haben dann, das werdet ihr gleich auf der nächsten Folie auch sehen, relativ konkret, auf der übernächsten, aber ich erzähle euch jetzt erstmal das, relativ konkret aufgeschrieben, wie viel ihr da schreiben dürft. Vorschlagsberechtigt, aber um erstmal zu hören, wer das schreiben darf, vorschlagsberechtigt sind Bezirksgruppen, Landesarbeitsgemeinschaften, die Grüne Jugend, aber eben auch Einzelmitglieder, allerdings nicht einzeln, sondern dann zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden oder Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreisverband, aus anderen Zusammenhängen, 20 Mitglieder. Von denen müssen mindestens 10 Raum sein. Das hat den Hintergrund, dass wir das Redaktionsteam nicht überfordern wollten und wir sind jetzt bei knapp 10.000 Mitgliedern und ich glaube, 10.000 Mal solche Papiere zu lesen, das wäre dann doch einfach ein bisschen viel gewesen. Und ich glaube, es tut auch gut, wenn man tatsächlich seine Ideen nochmal eine Runde dreht und mit anderen Leuten diskutiert und sich da auch vernetzt. Und ich glaube, mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, über das grüne Netz und über Social Media und so weiter, ist es auch kein Problem, 20 Leute zu bekommen, mit denen man zusammen was einreichen kann. Deswegen ist das quasi unser Wunsch, dass Leute sich zusammentun. Und dann könnt ihr eben bis zum 31.07. eure Papiere einreichen. Und auf der nächsten Folie seht ihr dann auch gleich nochmal sehr konkret, wie das aussehen soll. Also ich habe das eben ja erläutert, die Visionen, die Meilensteine, die Maßnahmen. Da haben wir euch auch nochmal konkret aufgeschrieben, wie viel ihr da schreiben solltet. Denn auch da, wenn jede Gruppe dann 30 Seiten schreibt, wäre das einfach zu umfangreich. Ihr müsst euch das jetzt nicht alles abschreiben, sondern ihr seht hier unten einen Link. Wenn ihr auf diesen Link geht, steht das alles nochmal da und selbst diesen Link müsst ihr euch nicht abschreiben, denn den werden wir im Nachgang dieses Webinars heute Abend morgen dann nochmal verschicken. Insofern seid ihr, glaube ich, dann ganz gut ausgestattet, wenn ihr einfach morgen eure E-Mails öffnet oder morgen Abend vielleicht und dann solltet ihr eine Mail von uns haben. Wer die nicht bekommen hat, kann dann sich einfach nochmal bei uns melden. So,
Das ist jetzt soweit erstmal unsere Präsentation des Programmprozesses und wir würden uns jetzt sehr freuen, mit euch nochmal in den Austausch dazu zu kommen. Ja, danke Nina, danke Werner. Das war sehr spannend. Wir kommen in die Fragerunde. Wie beim in der Runde davor schon mal der Aufruf, liebe Frauen, bitte beteiligt euch rege. Ich werde immer zwei Fragen zusammennehmen, dann entweder an Nina oder an Werner formulieren. Und noch der Hinweis, schreibt eure Fragen in den Chat und ich werde sie aufsagen. Also es ist technisch nicht möglich, dass wir euch dann noch jeweils dazuschalten, sondern schreibt sie gerne auf. Und wir starten auch direkt mit den ersten beiden Fragen. Daniela aus Lichtenberg möchte wissen, wie gehen wir damit um, wenn sich unser Landes- und das Bundeswahlprogramm am Ende widersprechen? Wie machen wir dann an einem Wahlkampfstand gleichzeitig Werbung für beide Programme? Das bundesweite Programm wird ja voraussichtlich nach ursprünglichen Zeitraum nach dem Landeswahlprogramm beschlossen. Und Sören fragt, wie sind die LAGen in den Programmprozess eingebunden? Werner, willst du starten, weil Nina gerade gesprochen hat? Und dann wechseln wir durch. Ich will immer starten. Also, die LAGen, ich fange mal mit der zweiten Frage an, das ist die einfachere. Die LAGen, erstens konnten die LAGen pro Facharbeitsgruppe auch eine Person benennen. Das war die einzige Gruppe, die auch wirklich Leute benennen konnte. Also wir haben geguckt, dass wirklich alle LAGen auch in den Facharbeitsgruppen mit vertreten sind. Und das Zweite ist natürlich, dass sie auch ein Paper einreichen können bei dem Call for Paper. Das heißt, wenn die LAG einen bestimmten Punkt hat, wo sie nochmal ein Thema weiterentwickeln will, wo sie nochmal ein Papier dazu schreiben will, dann ist es genau jetzt die Zeit, sich hinzusetzen und beim Call for Paper, den Janina so schön erklärt hat, nochmal mitzuarbeiten und mit reinzugehen. Das Zweite ist die Frage nach dem Widersprechen. Ich würde sagen, wir machen erstmal unser Programm und dann aber werben wir für unsere Position auf dem Bundesparteitag und gewinnen da auch unsere Abstimmung und dann widerspricht sich das nicht mehr. Aber natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins irgendwie hingeben und sagen, dass es genau funktionieren wird. Wir werden auch mit dem Bezirkswahlprogramm das auch irgendwie in Abgleich mitbringen müssen. Aber prinzipiell gilt, wir machen ein Programm für Berlin. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit den Berliner Fragen. Wir beschäftigen uns mit der Verkehrswende hier in Berlin. Wir beschäftigen uns mit dem Kohleausstieg hier in Berlin. Wir fragen, wie können wir eine offene Gesellschaft hier in Berlin verwirklichen? Und dafür wollen wir in unserem Programm Antworten geben. Und da haben wir auch die für diese Fragen dann die Kompetenzen. Da hat der Bund keine Kompetenzen. Und insofern denke ich, dass wir uns da nicht unbedingt widersprechen. Danke dir, lieber Werner. Dann machen wir direkt weiter. Sarah aus Friedrichshain-Kreuzberg möchte wissen, wie soll die Stadtgesellschaft für den grünen Zukunftstag Berlin 2050 denn angesprochen werden? Wie soll die Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht werden, außerhalb von Parteimitgliedern? Und wie wird sichergestellt, dass möglichst alle Gruppen vertreten sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist von Friedel. Auch für uns Grüne bedeutet diese Krise, dass wir nicht nur unsere bisherigen guten Vorstellungen versuchen durchzusetzen, sondern wir müssen ein neues Narrativ erarbeiten. Nicht mehr, dass das Wohlergehen der Wirtschaft ist oberste Priorität, sondern das Wohlergehen der Menschen. Wie seht ihr das? Und wenn ihr das auch so seht, was macht ihr dafür? Das ist eine sehr lange Frage, aber ich hoffe, dass Nina das gut beantworten kann. Und nochmal der Hinweis, schreibt gerne euren Kreisverband dazu oder eure Gliederung. Dann kann man Menschen nochmal wiedererkennen. Nina, du hast das Wort. Ja, ich fange gerne mit der zweiten Frage an. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht ein neues Narrativ und braucht diese Erkenntnis, dass das Wohlergehen der Wirtschaft nicht unbedingt bedeutet, dass es den Menschen auch gut, dass es allen Menschen gut geht. Ich glaube nicht, dass wir Grüne ein neues Narrativ brauchen. Ich will jetzt hier nicht sagen, wir sind die Klugscheißer, die immer schon gewusst haben, wo es lang geht. Ja, damit machen wir uns nicht besonders sympathisch und so würde ich mich nicht an den Wahlkampfstand stellen. Aber ich finde nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, genau das, was du gesagt hast, es geht nicht um das Wohlergehen der Wirtschaft, sondern um das Wohlergehen der Menschen. Das ist das, was wir immer schon sagen, warum wir grüne Politik machen, warum ich persönlich auch Politik mache, weil ich möchte, dass alle Menschen gute Startchancen in ihr Leben haben, dass auch die
Umwelt für künftige Generationen erhalten bleibt. Das ist ja für viele von uns der Antrieb. Insofern ist, glaube ich, ja, wir machen auch Wirtschaftspolitik. Ich finde, wir machen eine gute Wirtschaftspolitik, aber das ist ja auch in unserer Wirtschaftspolitik eben genau der Dreh, dass wir sagen, es muss eine grüne Wirtschaftspolitik geben. Und ich bin tatsächlich bei allem, was diese Krise gerade für viele Menschen an Schwierigkeiten bedeuten, an persönlichen Verlusten bedeutet, an wirklich tragischen Schicksalen gerade, bin ich trotzdem jemand, der versucht, das zu sehen, wo sie uns eben auch weiterbringt. Und ich habe schon den Eindruck, dass bei all dem, was viele Menschen gerade erleiden, viele trotzdem auch die Erkenntnis haben, dass ein Weiter so, wie wir es bisher hatten, eben nicht mehr geht. Das betrifft beispielsweise den Pflegebereich, dass da immer nur auf wirtschaftliche Gewinne gezielt wurde, dass das so nicht mehr geht. Und das betrifft ganz viele andere Bereiche. Insofern, ich glaube, ja, unsere Gesellschaft braucht ein Stück weit ein neues Narrativ und ich finde, das sollte ein grünes Narrativ sein. Insofern bin ich da optimistisch, dass wir da einen guten Teil zu beitragen können für die Zukunft dieser Stadt und dieses Landes. Und die zweite Frage, die etwas technischer ist, oder die erste Frage war das zur Frage, wie kriegen wir eigentlich die gesamte Stadtgesellschaft dazu, sich da zu beteiligen? Also wenn man ausgeht von dem, wie wir ursprünglich geplant haben, haben ja diese Arbeitsgruppen, diese Facharbeitsgruppen, unseren Zukunftsrat, das sind gut 100 Leute, das sind jetzt etwas mehr geworden, aber sagen wir mal gut 100 Leute. Und die Idee ursprünglich war, das war so auch der Arbeitstitel dieser Veranstaltung, die wir machen wollten, 100 treffen 100. Wir hatten also ein tolles interaktives Format uns überlegt, was wir jetzt auch in die Schublade schieben und irgendwann wieder rausholen werden, weil da haben unsere MitarbeiterInnen wirklich sich was Schönes überlegt gehabt, wie tatsächlich 100 Menschen interaktiv auf 100, also 100 Menschen aus der Stadtgesellschaft auf 100 grüne Mitglieder, Senatorinnen, Fraktionsvorsitzende und so weiter treffen können und dann konstruktiv diskutieren können. Das kann man im digitalen Raum schwer so machen, weil dieses Gewusel, was du in einem großen Raum hast, wo jeder mal mit jedem sprechen kann und so, das kannst du im digitalen Raum nicht abbilden. Deswegen ist deine Frage aber eine sehr gute, weil wir uns genau damit gerade befassen, wie können wir eigentlich die Personen dann aus der Stadtgesellschaft auswählen, die dann repräsentieren, weil wir einfach weniger Leute aus der Stadtgesellschaft einladen können, die eben dann repräsentieren, wie die Stadtgesellschaft tickt. Und wir sind da im Austausch mit unseren Fraktionsvorsitzenden, mit unseren Senatorinnen. Wir werden mit Sicherheit auch die Facharbeitsgruppen des Zukunftsrats nochmal um den Input bitten und gucken, dass wir da wirklich aus allen Bereichen eben dann unterschiedlichste Leute bekommen. Und ich bin eigentlich dadurch, dass wir in den Facharbeitsgruppen und auch sonst wirklich coole Leute ja bei uns in der Partei haben, optimistisch, dass die uns gut beraten, dass wir am Ende wirklich ein Abbild der Gesellschaft sozusagen bekommen. Und das sind ja dann Multiplikatorinnen-Gespräche. Also es geht da nicht darum, dass wir die gesamte Stadtgesellschaft beschallen, sondern es geht eben darum, sich aus der Stadtgesellschaft von Multiplikatorinnen ein bisschen einen Input auch abzuholen. Und ich glaube, das kann man so ganz gut hinbekommen. Ja, vielen Dank für diese umfangreiche Antwort. Wir machen direkt weiter, diesmal mit Werner. Ich mache einfach so ein bisschen Ping-Pong. Wenn ich keine Lust mehr habe, ab und zu die Reihenfolge oder so. Ah, jetzt halt es. Ich hoffe, gleich geht's besser. Die nächste Frage ist von Helene aus Pankow. Inwiefern gibt es schon Überlegungen, wie die Auswirkungen von Corona mit einbezogen werden können oder müssen? Und gibt es da erst Ideen oder Einschätzungen? Und Darius fragt, wie sieht es in unserem Programm mit den Themen erneuerbare Energien und Unterstützung für die Landwirtschaft aus? Werner. Ja, also die Auswirkungen von Corona, die müssen natürlich in dieses Programm auch mit reinfließen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir sind im Augenblick in einer quasi einer Notstandssituation. Es ist nicht Notstandsgesetz, nicht falsch verstehen, aber es ist eine Ausnahmesituation. Und wir wollen aber kein Ausnahmesituationsprogramm schreiben, sondern wir wollen ein Programm abgeleitet von unseren Visionen schreiben. Aber natürlich sehen wir und spüren wir, dass es zum Beispiel gerade bei den Care-Berufen wegen der besseren Bezahlung, bei der Ausstattung der Gesundheitsämter bestimmte Punkte gibt, die uns auch dauerhaft ändern oder wo auch dauerhaft was mit reingehen muss. Und das muss in das Programm mit reinfließen und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wirklich mit den langfristigen Sachen. Was für uns entscheidend ist, wir wollen jetzt nicht, dass wir schon anfangen, einen
Barrieren aufzubauen, weil alle Angst haben, dass dann kein Geld mehr da ist. Das ist für uns wichtig. Wir wollen, dass wir weiter frei denken in diesem Programmprozess. Aber wir sagen auch, wir wollen, dass die Facharbeitsgruppen, aber auch die anderen Gruppen oder auch die FAG gerne auch schon Priorisierung mit reingeben, um sich zu überlegen, was sind die wichtigsten Maßnahmen, welche sind vielleicht im Mittelfeld und was würden wir als super nice to have mit haben. Weil auch gerade diese Priorisierung von den Aufgaben, weil es oft auch ganz einfach ist, aufzuschreiben, was man alles will. Aber am Ende ist Politik auch immer wieder eine Priorisierung, was man als erstes tut. Und das muss auch demokratisch passieren und kann nicht nur in einem kleinen Zirkel passieren. Und auch das, finde ich, sollte damit reinkommen. Also die langfristigen Folgen mitbedenken. In den verschiedensten Bereichen, auch in der Wirtschaftspolitik, wird es die wahrscheinlich mitgeben. Aber nicht kein Ausnahmezustandsprogramm schreiben und mit Priorisierungen arbeiten. Und das Zweite war das Erneuerbare und Landwirtschaft. Die Erneuerbaren haben natürlich einen sehr, sehr großen Anteil in unserem Wahlprogramm. Wir wollen aus der Kohle aussteigen. Wir wollen möglichst schnell Berlin CO2 freibringen. Wir haben da in letzter Zeit auch sehr viel schon gearbeitet. Die Fraktion, aber auch die Partei hat ja zum Beispiel auch schon beschlossen, dass wir eine Solarpflicht wollen bei allen Neubauten, auf den Häusern und auf den Schulen. Wir haben beschlossen, dass wir die Fraktion hat das beschlossen, ein Wärmegesetz wollen. Also diese Fragen, die gehen wir sehr stark an und auch bei der Landwirtschaft. Da kann man auch zum Beispiel sagen, das freut mich dann sehr, dass auch Dirk, unser Agrar- und Landwirtschaftssenator, den Berlin ja auch hat, sehr eng mit Axel, dem Landwirtschaftssenator aus Brandenburg, zusammenarbeitet. Weil wir müssen hier in Berlin die Ernährungswende machen, damit in Brandenburg die Landwirtschaftswende kommt. Wenn wir hier als größter Biomarkt Deutschlands diesen Biomarkt noch mehr ausbauen, wir haben die Kantine der Zukunft gebaut, wenn wir das weiter vorankriegen, wenn die ganzen Auswärtsessen auf einmal ökologisiert werden und wir Brandenburg klar sagen, wir haben hier einen Markt für euch und wenn ihr weiter auf Massentierhaltung setzt, dann sind wir nicht euer Markt. Aber wenn ihr auf biologisches, nachhaltiges Essen setzt, dann sind wir euer Markt. Dann können wir die Landwirtschaftspolitik in Brandenburg gemeinsam gestalten und da sind wir schon dabei und das muss auch weitergehen. Wunderbar. Es läuft jetzt richtig gut mit den Fragen. Hier kommen ganz, ganz viele Fragen bei mir rein. Das freut mich sehr. Vielleicht noch ein Hinweis. Nina hat das vorhin schon gesagt. Es werden auch nochmal alle Details organisatorischer Art im Internet veröffentlicht. Also auf grüne.berlin seht ihr das ab heute Abend. Ihr kriegt morgen nochmal eine lange Infomail und Fragen, wie muss ich mich dafür einloggen oder nicht, werden da auch nochmal beantwortet werden. Aber ja, die Vorschläge werden nur parteiintern sichtbar sein. Von daher, für alle die aus unerklärlichen Gründen ihre Zugangsdaten fürs grüne Netz gerade nicht mehr wissen, beantragt sie. Man braucht sie einfach ganz oft. Es ist sehr hilfreich. Wir sind eine digitale Partei und analog, aber auch digital. Von daher nutzt das gern. Und jetzt machen wir weiter mit den Fragen. Mona aus Mitte fragt, wie wird der Zukunftstag im Juni aussehen? Werner sagte, dass diese Veranstaltung eine Begegnung zwischen Partei und Zivilgesellschaft sein wird. Nina hat es vorhin schon angerissen, aber vielleicht kannst du gleich dazu noch mal mehr sagen. Und jetzt verbinde ich eine Frage von Isabel aus Mitte und Daniela. Wie sind die Facharbeitsgruppen zustande gekommen? Also wie wurden die Leute ausgewählt, die sich da beteiligen und daran anschließend gleich Danielas Frage, ist eine Mitarbeit in der FAG noch möglich oder habe ich richtig verstanden, dass die Besetzung bereits feststeht? Ich würde vorschlagen, Nina, du bist wieder dran und ich freue mich auf deine Antworten. Ja, das mache ich sehr gerne, vielen Dank. Also die Facharbeitsgruppen haben wir tatsächlich als geschlossene Gruppen jetzt installiert sozusagen. Das hat damit zu tun, dass wir als Landesvorstand am Ende ja für dieses Programm verantwortlich sind und der Partei etwas vorlegen müssen. Das heißt, wir haben diese Facharbeitsgruppen gebeten, ein Stück weit uns zuzuarbeiten. Und dafür war es uns extrem wichtig, dass die ausgeglichen sind, also dass nicht zwangsläufig die Leute, die am meisten Zeit haben, dahin gehen, die Leute, die irgendwie immer am lautesten schreien, sondern dass wir wirklich einen Querschnitt der Partei da auch reinbekommen. Und haben deswegen im Landesvorstand sehr lange zusammengesessen und geschaut, wie man das hinbekommt, haben auch die LAG beispielsweise gebeten zu sagen, also dass alle LAG quasi jemanden benennen konnten, der ihnen wichtig wäre, um eben die Fachexpertise drin zu haben. Wir haben alle Abgeordneten aus der Fraktion
mit einbezogen, natürlich unsere Senatorinnen, beziehungsweise die Senatorinnen selber nicht, die hätten gekonnt, wenn sie gewollt hätten, aber die haben irgendwie gerade jetzt auch anderes zu tun, aber haben eben also die Häuser auch gebeten zu gucken, ob es jemanden gibt, wo sie sagen, dessen Expertise hätten wir da gerne drin. Und haben dann eben mit diesen Vorschlägen, auch die Grüne Jugend konnte Vorschläge machen, geschaut, dass wir dann ausgewogene Gruppen hinbekommen. Denn ich glaube, das ist in unser aller Interesse, dass diese Gruppen zum einen dann auch feste Gruppen sind, die immer weiterarbeiten können und nicht bei jeder neuen Sitzung nochmal vorne anfangen müssen, weil wieder neue Leute dazu gekommen sind. Und zum anderen eben, dass es wirklich ausgewogene Gruppen sind, die dann eben auch die Vielfalt der Partei widerspiegeln. Ich merke das gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass manche Gruppen so überlastet sind mit Arbeit, dass sie kaum dazu kommen, sich bei der Parteiarbeit noch einzubringen. Umso wichtiger ist es uns dann natürlich, auch diese Gruppen beispielsweise trotzdem zu hören. Und deswegen war es uns wichtig, da genau drauf zu gucken, haben aber eben, wie gesagt, viele Leute um Vorschläge trotzdem gebeten. Und ich weiß, dass gerade den Leuten, die jetzt gerne fachlich sich einbringen würden, die jetzt auch neu dazukommen und so weiter, dass es für die natürlich schade ist, dass das in den Facharbeitsgruppen nicht möglich ist. Aber deswegen ist uns ja dieser Call for Papers eben so wichtig, dass wirklich jede und jeder die Möglichkeit hat, sich da eben einzubringen und wirklich mit seinem oder ihrem Thema auch nochmal einen Punkt zu setzen. Und das ist auch geübte Praxis aus vergangenen Wahlprogrammprozessen, dass wir eben so zweischneidig sozusagen fahren. Und das hat uns eigentlich immer ganz gut weitergebracht. Und die zweite Frage oder erste Frage, ich mache immer rückwärts, tut mir leid, zum Zukunftstag. Da sind wir derzeit dran. Das Konzept ist noch nicht komplett fertig, deswegen kann ich euch das jetzt noch nicht final vorstellen. Aber ursprünglich war es eben diese 100 treffen 100, also unsere 100 Zukunftsräte treffen auch 100 MultiplikatorInnen der Stadtgesellschaft, eben um wirklich sich die Expertise abzuholen. Das ist jetzt, wie gesagt, anders, was uns aber auch das den positiven Mitnahmeeffekt sozusagen bringt, dass wir es wiederum öffnen können für die gesamte Partei. Also wir werden da auch mit den Facharbeitsgruppen Teile, Videokonferenzen haben, wo es eben einen intensiven Austausch zwischen MultiplikatorInnen und den Facharbeitsgruppen gibt und dann aber eben auch in einem großen Raum, in einem Webinar oder wie auch immer nochmal zusammenkommen und insgesamt mit der gesamten Partei diskutieren können. Und detailliert kann ich euch das tatsächlich leider noch nicht vorstellen, weil wir einfach aufgrund dieser ganzen Umstellung auf Digitalisierung und so weiter jetzt einiges zu tun hatten und das Schritt für Schritt machen und haben da schon angefangen, das Konzept zu erarbeiten. Es ist noch nicht ganz final, aber ich bin sehr optimistisch, dass das ein toller Austausch wird. Ich bin auch sehr sicher, dass die Infos dann, sobald es feststeht, rumgehen und ihr dann informiert werdet über den Newsletter, den ihr ja hoffentlich alle bekommt. Und da wird dann Näheres drinstehen. Wir machen weiter mit einer Frage von Franziska, die sich mal wieder auf Corona bezieht. Wie sehr müssen wir damit rechnen, dass kommende Steuerausfälle und Corona-Kosten die Haushalte der nächsten Legislatur wieder sehr mager machen? Also vielleicht eine Erinnerung an Berlin sparen, bis es quietscht oder vielleicht auch nicht. Da wird Werner zur Stellung nehmen. Und Luis aus Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg, fragt, wie sieht der Prozess für die Werbekampagne aus? Wird die Zukunft ruft nach uns unser Slogan? Jetzt musst du was erzählen, ohne alle Geheimnisse auszuplaudern, Werner. Nein, also die Zukunftsluft nach uns ist der Slogan und ist das Projekt, was wir jetzt für das Wahlprogrammprozess haben. Das geht es wirklich darum, weil wir sagen, wir sind die Kraft, die die Zukunft gestalten und wir werden auch die sein, die die richtigen Antworten gibt für die Zukunft. Und deshalb ist das jetzt unser Slogan, den Wahlprogrammslogan oder nicht den Wahlprogrammslogan, sondern den Wahlslogan, den werden wir erst später entwickeln. Wir müssen dann ja auch, das ist ja erst in 1,5 Jahren, wir wollen da auch an dem Puls der Zeit sein. Wer jetzt schon etwas aufsetzt, was in 1,5 Jahren noch irgendwie greifen soll, der, glaube ich, ist strategisch meistens falsch gepolt. Natürlich beschäftigen wir uns viel damit schon, aber das wird noch sich ein bisschen hinziehen. Für uns hieß es ja auch immer, dass immer zuerst die Inhalte kommen. Und das heißt, zuallererst kommt dieser Programmprozess und wir werden ein Programm verabschieden. Und dann beschäftigen wir uns mit den ganzen anderen strategischen Fragen. Zu den Steuern. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man sie eigentlich nur beantworten kann mit nichts Genaues, weiß man nicht. Natürlich haben wir im Augenblick alle sehr viel Angst, dass die Steuern ausfallen, dass es weniger gibt, dass die Gelder, die wir jetzt investieren, weg sind. Aber ob das wirklich so kommt,
Wir wissen es nicht. Es kann auch genau andersrum kommen. Es kann auch sein, dass wir jetzt riesige Konjunkturprogramme auflegen, dass es Deutschland gut aus der Krise und Europa gut aus der Krise herausschafft, im Vergleich zu anderen ja oder nein. Das muss man gucken. Das kann sein, dass dann auch die Steuereinnahmen wieder sprudeln. Wenn wir jetzt große Konjunkturprogramme auflegen, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht sogar in den nächsten Jahren sogar mehr Geld haben als weniger. Das ist nicht ausgeschlossen, wenn wir das bestimmte Sachen angucken, vielleicht sogar wahrscheinlich. Also lassen wir uns noch nicht von dem Sparzwang in diesen Programmprozess leiten, sondern lassen wir uns davon leiten, wo wir hinwollen. Das ist das Entscheidende und das müssen wir, glaube ich, auch mitgestalten und dann gucken wir weiter. Und zu den Schulden auch nochmal kurz. Der Zins ist zurzeit so niedrig, dass wenn wir das Geld aufnehmen, über eine bestimmte Zeit strecken, gerade als Land Berlin oder als Bund, kann man manchmal sogar noch Geld damit verdienen. Danke. Bitte. Wir machen gleich mit zwei Frauenfragen weiter, was sehr schön ist, ein gutes Zeichen. Danke, dass ihr so zahlreich mitmacht. Katharina aus Tempelhof-Schöneberg fragt, was ihr oder wir unter demografischen Wandel verstehen, weil ja SeniorInnen in einem anderen Programmblock erwähnt werden. Und Mariella aus Steglitz-Zehlendorf fragt nach der Digitalisierung. Sie ist der Meinung, der Bereich ist zu wenig repräsentiert. Ob ihr eine Vorstellung habt, wie das Thema Digitalisierung bei uns eine höhere Priorität erhält. Und vielleicht, Nina wird die Frage beantworten, darf ich trotzdem schon mal sagen, ihr habt es natürlich auch in der Hand, welche Themen wie stark kommen, weil das ja ein Call for Paper ist, kein wir verkünden hier eine fertige Sache. Aber Nina, eigentlich ist das deine Rolle. Genau, also ich glaube, das ist ganz spannend, dass ihr gerade genau zu diesen beiden Themen fragt, denn das sind beides natürlich Querschnittsthemen, die in vielen Bereichen dann wiederum eine Rolle spielen und die es deshalb schwierig machen, sie irgendwo einzusortieren. Und nur weil Digitalisierung an vielleicht dann nicht so groß da irgendwie steht und weil es keine Facharbeitsgruppe oder kein Cluster Digitalisierung gibt, heißt das natürlich nicht, dass das keine relevante Rolle spielt, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, die Digitalisierung ist was, was wir uns querbeet angucken müssen beim Thema Bildung, beim Thema Verwaltung, beim Thema Mobilität in der Stadt, weil auch da vernetzte Mobilität mit Apps und so weiter kann man einiges erreichen. Also ich glaube, es ist ein Thema, was in ganz, ganz viele Bereiche reinspielt und deswegen ist es irgendwie schwierig zu sagen, das gehört dahin oder dorthin und ich glaube, wir müssen es überall mitdenken. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei diesen Querschnittsthemen, dass es dann alle so ein bisschen machen und keiner richtig oder alle doch zu viel. Aber ich habe da großes Vertrauen in unsere Facharbeitsgruppen, weil es wirklich tolle Experten da auch mit drin sind, dass sie da wissen, wie viel da sein muss. Nichtsdestotrotz, Hanna hat es gesagt, gerne, Mariella, ich weiß, du bist da Expertin auf dem Gebiet. Freuen wir uns, wenn du uns da an dem Fachwissen auch teilhaben lässt, was du hast. Und darüber hinaus das Thema demografischer Wandel. Das ist ja ein feststehender Begriff, aber der demografische Wandel hat natürlich mit Seniorinnen zu tun, natürlich zum einen, aber das Thema Seniorinnen spielt dann beim Thema Soziales beispielsweise eine Rolle, die ganzen Sozialgesetzgebungsgeschichten und so weiter, was Altersarmut und so angeht, das ist das Thema Soziales. Der demografische Wandel hat aber eben auch einen Einfluss auf Stadtplanung und so weiter. Auch das ist eben eins dieser Querschnittsthemen, wo du nicht sagen kannst, weil Seniorinnen dasteht und demografischer Wandel woanders steht, denken wir das nicht zusammen. Ne? Das ist eben, wie gesagt, bei den Querschnittsthemen immer schwierig. Es ist aber auch so, dass wir haben jetzt vor ein paar Tagen vielleicht für euch als Info mal nochmal ein Treffen gehabt mit den Leitungen der Facharbeitsgruppen. Um die einfach, also die vernetzen sich sowieso, die sind super, aber wir haben halt auch jetzt mit im Angesicht dieser Corona-Krise nochmal gesagt, dass das Briefing, was wir ihnen ursprünglich gegeben haben, mit diesen Visionen, Meilensteinen und so weiter. Inwiefern halten wir das aufrecht oder erwarten uns was anderes von denen? Und bei diesem Briefing kamen eben genau zu diesen Querschnittsthemen, jetzt nicht nur zu diesen beiden, sondern generell eben auch Fragen auf. Und da haben die Leitungen der Facharbeitsgruppen wirklich gute Wege gefunden, sich auch untereinander zu vernetzen oder sind noch dabei, sich untereinander zu vernetzen und eben zu gucken, dass sie das auch miteinander besprechen. Insofern bin ich da sehr optimistisch, dass auch das gut funktionieren wird. Ja, die Fragen ploppen auf wie Pilze auf einem nassen Grund. Das ist sehr schön. Vielleicht nochmal die Anmerkung, wenn ihr starke Inhalte, also Positionsfragen habt, wie stehen wir zu einem bedingungslosen Grundeinkommen oder
was ist die Haltung zu das und das? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, wenn Nina und Werner das beantworten, weil Nina und Werner das am Ende des Tages nicht entscheiden werden. Also am Ende wird dieses Programm bei einem Landesparteitag entschieden und vorher werden die Facharbeitsgruppen und werdet ihr in diesem Call for Paper, also es ist eure Chance, Papiere mit Positionen schreiben und das Redaktionsteam wird dann versuchen, das irgendwie möglichst kohärent zu machen und der Landesvorstand wird drüber gehen und es letztlich verabschieden. Aber die große Verabschiedung, der Beschluss wird bei dem Landesparteitag passieren. Deswegen schlage ich vor, dass wir diese Haltungsfragen jetzt eher weniger machen, weil es einfach auch nicht so entscheidend ist, was Nina dazu sagt. Sondern ich ermuntere euch eher, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Position, die total wichtig ist, schreibt sie auf, gliedert sie in eine Vision, macht die entsprechenden Meilensteine, schreibt die Maßnahmen auf, die bis 2026 passieren müssen, sucht euch 19 Menschen mindestens, die da mitmachen wollen oder überzeugt eure LAG und dann bringt das ein. Ich glaube, das ist deutlich zielführender. Trotzdem machen wir jetzt mit den anderen Fragen weiter. Philipp möchte wissen, wie hoch der Anteil an Menschen der grünen Jugend in den Facharbeitsgruppen ist und wie gesichert wurde, dass Minderheiten überall vertreten sind. Und, das hätte ich zuerst fragen müssen, eine Frage von Joseline, einer Frau aus dem KV Mitte. Rechnet ihr damit, dass Corona auch Auswirkungen auf den Wahlkampf haben wird? Gibt es hierfür schon mögliche Szenarien oder Vorbereitungen? Ich denke, Werner ist mal wieder dran und irgendwann überlege ich mir, ob ich denn doch nochmal einen Richtungswechsel einbaue. Also erstens, Hanna, muss ich dir auch widersprechen. Was Nina sagt, ist immer sehr wichtig. Das kann man so ja nicht stehen lassen. Also sehr gewichtiger Punkt. Ninas Aussagen. Und ich wollte auch noch sagen, wir sind immer noch über 250 Leute hier im Chat und in dem Webinar und beim LA. Also wir haben es noch nicht ganz geschafft, alle zu vertreiben. Also sehr schön. Es freut mich. Ich fange dann aber auch mit der Frage der Frau an zum Wahlkampf. Natürlich denken wir jetzt auch schon an viele andere Formen und irgendwie kann man sich jetzt nicht mehr so einen Haustürwahlkampf vorstellen oder auch so Stände, wo man vor der U-Bahn steht und den Leuten etwas verteilt. Aber wir müssen abwarten, dass der Wahlkampf ist in frühestens nicht ganz ein bisschen weniger als 1,5 Jahren. Wir wissen das nicht. Wir wissen im Augenblick noch nicht mal ganz genau, wie es im November zur geplanten LMV aussehen soll. Aber natürlich machen wir uns Gedanken. Und wir merken auch schon, dass es starke Digitalisierungsprozesse gegeben hat. Wir haben jetzt als Landesverband die ersten Erfahrungen mit Webinaren gemacht. Wir machen die erste Erfahrung als digitaler LA, digitalen Parteitag. Wir vernetzten uns auf einmal ganz schnell. Die Kreisverbände haben jetzt alle ihre Kreisversammlungen gemacht. Wir machen Online-Aktionen. Wir haben beim 1. Mai oder auch bei anderen Themen digital demonstriert, die Fridays for Future-Demonstration, die eine coole Aktion auch vom Reichstag, aber auch im Netz gemacht hat. Da passiert sehr viel und da lernen wir viel und da wollen wir natürlich auch drauf aufsetzen. Aber wir wollen auch weiter offen sein, natürlich auch beim Straßenwahlkampf auch weiter groß zu punkten. Das ist im Augenblick eine große Herausforderung, weil man da zweigleisig planen muss, aber da gehen wir voran und das, glaube ich, da lernen wir sehr stark. Bei den Facharbeitsgruppen, wir haben die Facharbeitsgruppen vom Landesvorstand besetzt. Nina hat ja schon mal gesagt, dass wir verschiedene Gruppen damit reinkriegen wollten. Wir haben auch die Grüne Jugend gebeten, dass sie uns pro Facharbeitsgruppe eine Person vorschlägt. Wir haben das, glaube ich, bis auf in einer oder in zwei bei allen auch geschafft, die dort zu besetzen. Also es war uns schon immer wichtig, dass die auch mit vertreten ist. Es ist immer nicht so ganz einfach, weil es auch eine Frage ist, wie groß macht man solche Gruppen? Wenn die dann auf einmal 20, 30 Leute sind, dann sind die ja nicht mehr so richtig arbeitsfähig. Andererseits wollen wir auch verschiedene Gruppen der Partei mit reinbringen. Aber wir haben auch geguckt, dass wir immer wieder verschiedene VertreterInnen von verschiedenen Minderheiten auch mit drin haben. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wir gehen ja als Partei jetzt schon länger in den Prozess der Vielfalt. Hanna ist da ja auch sehr aktiv als Vertreterin im Diversitätsrat. Auch mit dem Prozess Plural nach vorne. Wir haben jetzt diese Umfrage ja auch gemacht bei den Funktionärinnen. Wir haben sehr viele Projekte aufgelegt, wie wir auch die Vielfalt in unserer Partei stärken. Und ich freue mich da auch, das darf ich jetzt auch mal sagen, dass der Bundesverband ja auch diese Vielfaltsfrage mit auch einer AG-Diversität jetzt auch begleitet und auch eingeführt hat. Und auch die zum Beispiel diskutieren, ob sie einen Diversitätsrat einführen, wie wir das gemacht haben. Und Niedersachsen hat uns schon nachgemacht. Also wir sind da ein bisschen Vorreiterin. Und schon war das uns natürlich auch sehr wichtig, dass das auch in den Facharbeitsgruppen mit abgebildet wird. Aber wir sind da auch, und das muss man auch immer wieder selbstkritisch sagen, erst am Anfang. So bunt und vielfältig, wie wir gerne wären, sind wir noch nicht.
Wunderbar, danke dir. Wir sind langsam auf der Zielgerade. Wir würden uns freuen, wenn wir so bis 21 Uhr durch sind. Das habe ich ja vorhin auch schon angesagt. Deswegen mache ich auch direkt weiter mit den nächsten Fragen an Nina. Ich glaube, es kommt auch nicht mehr zum Richtungswechsel. Christian fragt, super, dass Werner die Notwendigkeit der Priorisierung anspricht. Wie soll priorisiert werden? In der Vergangenheit war oft nicht erkennbar, welche Maßnahmen mehr oder weniger wichtig waren. Und Elena aus Friedrichshain-Kreuzberg fragt, wie will man auf die Gefahr eines Backlash, also nicht nur bei den Frauenrechten, sondern auch bei den Fragen des Klimaschutzes, der Wirtschaft, Renationalisierung zum Beispiel und weiterem durch Corona reagieren? Seht ihr die Chance, seht ihr die Gefahr, dass in Zeiten echter Krisen grüne Themen in der breiten Öffentlichkeit als verzichtbarer Luxus wahrgenommen werden? Da gab es ja auch gerade einige aktuelle Äußerungen zum Klimaschutz. Ja. Genau. Ich fange mal an mit der Frage der Priorisierung. Tatsächlich ist es so gewesen jetzt im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren, dass wir auch, wenn die Fraktionen bzw. das Abgeordnetenhaus einen Haushalt, einen Doppelhaushalt aufgestellt haben, hat man manchmal so diesen Satz gehört, der sicher so auch nicht ganz stimmt, aber der doch öfter mal gefallen ist, na, Geld ist nicht das Problem. Wir wissen auch für die Zukunft noch nicht unbedingt, ob Geld das Problem ist, aber es ist so gekommen und das haben wir beispielsweise bei der Diskussion, bei diesen ganzen kostenlosen Debatten, kostenlose Kita, die ich, versteht mich nicht falsch, ja, ich finde das okay, dass wir das jetzt haben, ich will das nicht zurückdrehen. Auch das kostenlose Schulessen, aber wir sind in so einen kostenlos Wahn reingekommen von schmeißt das Geld raus, Geld ist da ohne Ende und da sich nochmal wirklich ernsthaft zu fragen, wäre es nicht sinnvoll, dass Leute wie ich, die eigentlich ganz okay verdienen, nun wirklich, dass ich jetzt die Kita kostenlos bekomme, das ist halt schon so eine Frage, die man sich stellen muss und insofern ist für mich die Frage dieser Priorisierung schon eine, dass man sagt, wo ist es eigentlich am nötigsten. Wir werden nicht grenzenlos Kapazitäten haben. Werner hat es vorhin erläutert, dass wir beim Geld noch überhaupt nicht wissen, wie die Kapazitäten da sein werden, aber du kannst es ja auf alle anderen Ressourcen genauso runterbrechen. Sämtliche Ressourcen, die diese Welt uns zur Verfügung stellt, sind endlich und sich da zu fragen, wo ist es am drängendsten. Und dann aber eben auch, wenn du dir anguckst, Umbau des ÖPNV, um bei dem Beispiel, was ich ja vorhin gemacht habe, zu bleiben. Wo ist es eigentlich am dringendsten, welche Menschen beispielsweise brauchen eigentlich am dringendsten Mobilität und wo kann man dann auch sagen, ist es jetzt unbedingt notwendig, beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg, ohne euch nahe treten zu wollen, ja, aber ist es unbedingt notwendig, da jetzt die 25. Straßenbahn noch zu machen? Also ich weiß, ihr habt noch nicht so viele, ihr habt vielleicht in Friedrichshain welche. Muss jetzt unbedingt in Kreuzberg noch eine Straßenbahn hin oder sind die irgendwie genug ausgestattet mit U-Bahn, Bussen und sonst was? Oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, die Außenbezirke anzubinden? Also einfach, das meine ich mit, oder meinen wir mit Priorisierung, dann wirklich zu gucken, okay, wenn wir zu einer Mobilität für die ganze Stadt wollen, dann wäre natürlich eine Straßenbahn in Friedrichshain-Kreuzberg auch schön, weil wir finden Straßenbahnen immer toll, aber nötiger wäre sie vielleicht in die Außenbezirke irgendwo. Ich sage jetzt keinen Bezirk, weil dann habe ich wieder irgendwie einen bevorzugt und das möchte ich natürlich nicht. So, aber in diesem Sinne. Hast du das auf Friedrichshain-Kreuzberg drauf? Ja, die Friedrichshain-Kreuzberger sind immer ganz benachteiligt, die Armen. So, und dann zum Thema Backlash hat Hanna eben schon angedeutet, ein SPDler hat gesagt, also jetzt muss auch mal Schluss sein mit diesen Spielereien, hier E-Busse und sowas, das brauchen wir ja jetzt alles nicht mehr, können wir uns alles nicht mehr leisten und ich glaube genau andersrum ist die eigentliche Antwort, gerade jetzt brauchen wir auch Konjunkturprogramme, die grün sind und es gab gerade einen spannenden Artikel im Handelsblatt, wo eine Studie auch bestätigt hat, dass grüne Konjunkturprogramme eigentlich die besseren sind, weil sie eben nachhaltiger auch für Jobs, nachhaltigere Jobs schaffen und so weiter. Also jetzt wird wieder eine Abwrackprämie diskutiert. Ich fasse mir echt an den Kopf. Also wer kommt denn auf die Idee, jetzt eine Abwrackprämie zu machen zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier Klimakrise diskutieren und sagen, wir brauchen neue Mobilität. Wir müssen, ich will niemandem sein Auto verbieten, versteht mich nicht falsch, aber wir müssen noch, wenn wir in die Zukunft denken, anders denken und
andere Mobilität denken. Und da ist eine Abwrackprämie eben genau das falsche Konjunkturprogramm. Das war es damals schon und das ist es heute umso mehr. Und ja, die Gefahr, dass wir da von den grünen Themen wegkommen, die sehe ich natürlich, aber ich glaube, wir können dem gut begegnen, weil wir die stärkeren Argumente haben. Und tatsächlich stimmt mich das auch ganz hoffnungsvoll, weil wir mit diesen Argumenten, also wenn selbst das Handelsblatt, was jetzt nicht unbedingt immer das grün-naheste Medium war, sagt, grüne Konjunkturprogramme machen Sinn, dann kriegen wir offensichtlich langsam durch mit unseren Argumenten. Und auch die Umfragewerte, die jetzt natürlich leicht zurückgegangen sind, ich glaube, das ist in Krisen auch immer so, da müssen wir uns keine großen Sorgen jetzt erstmal machen. Aber auch die Umfragewerte sind ja erstaunlich wenig dann eigentlich zurückgegangen. Die zeigen nach wie vor, die Leute wollen grüne Antworten und die wissen, dass wir die Antworten auch auf diese Krise haben. Und wenn wir das halten und bis zum Wahltag und dann mit einem starken Programm überzeugen und am Wahltag die Leute dazu bringen, grün zu wählen, dann liegt es in unserer Hand, diesen Backlash in allen gesellschaftlichen Bereichen eben zu verhindern. Dankeschön. Wir kommen schon zu den letzten beiden Fragen. Es macht mir große Freude mit euch und trotzdem endet unsere Zeit langsam. Von daher fragt Daniela nochmal, werden wir unsere grafische Gestaltung von Plakaten an das Design des Bundesverbandes anpassen? Und Wolfram aus Steglitz-Zehlendorf fragt nach dem Zeitplan für das Wahlprogramm, ob er nicht zu langwierig sei, denn Corona zwingt uns dazu, möglichst zügig geeignete Vorschläge zur Neugestaltung bzw. zum Wiederaufbau der beschädigten Tourismus- und Kulturwirtschaft zu machen. Insbesondere in Berlin sind diese Branchen stark betroffen. Also Werner, muss jetzt alles zügiger gehen oder liegen wir doch ganz gut? Du hast den Raum nicht zügiger gehen. Nee, ich glaube, es muss nicht zügiger gehen. Wir sollten uns schon die Zeit nehmen und das ist aber auch ein sportliches Programm, was wir vor uns haben. Wir haben jetzt bis Juli eine Phase, wo wir Papiere erarbeiten. Dann haben wir 3-4 Monate eine Zeit, wo wir das in Kongressen diskutieren wollen und dann im Januar veröffentlichen, um dann im 2-3 Monate später auch zu beschließen. Aber ich glaube, wir müssen auch unterscheiden. Was wir jetzt schreiben und was wir jetzt erarbeiten, ist ein Programm, für die nächste Abgeordnetenhauswahl antreten wollen, wo wir schreiben wollen, was wir in den nächsten 5 Jahren ab 2021, also Dezember 2021 machen wollen. Diese Branchen, die da jetzt beschrieben worden sind, Tourismusbranche, Kulturwirtschaft, die kann nicht warten, bis wir sie ihnen helfen bis 2021. Aber wir können nicht sagen, bloß weil wir ihnen jetzt helfen wollen, schreiben wir kein Programm für die nächste Abgeordnetenhauswahl. Wir müssen beides machen, aber wir sollten nicht beides miteinander vermengen. Weil wenn wir beides miteinander vermengen, kommt am Ende Kladderadatsch raus. Sondern wir sollten sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir jetzt Investitionen tätigen in die verschiedensten Branchen, so, dass wir am Ende nicht bei dem alten Normal rauskommen, sondern bei dem neuen, sozialen, klimafreundlichen, ökologischen, weltoffenen Normal rauskommen. Und was müssen wir dann tun, um dieses Programm weiter fortzusetzen? Das glaube ich, das muss man aufeinander abstimmen, aber das ist das Wichtige. Und zur Grafik, ich glaube, man muss da einen Mittelweg finden und den, glaube ich, werden wir auch finden. Was komplett Eigenes, da bin ich, der ist total abhängig, ganz weg ist vom Bundesverband und ganz andere Strategie, ganz anderer Look. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, das wird die Leute auch in Berlin verwirren. Wir werden eine Bundestagswahl, wir werden eine Landtagswahl oder Abgeordnetenhauswahl und eine Bezirkstagswahl haben. Das heißt, das sind 3 verschiedene Wahlen. Wenn wir da alle mit verschiedenen Sachen antreten, dann wird das ein bisschen chaotisch. Darum muss das schon sehr ähnlich sein, aber ich glaube, wir werden da schon so einen eigenen Berliner Touch mit reinbringen müssen. Denn vieles, was in anderen Regionen Deutschlands funktioniert, funktioniert bei uns nicht. Und vieles, was bei uns gut funktioniert, funktioniert vielleicht woanders wieder nicht. Also es muss schon auch einen Berliner Touch haben, weil wir wollen ja auch darstellen, warum die Leute in Berlin uns Grüne wählen wollen. Also es wird tatsächlich auch noch Herausforderungen, aber ich glaube, wir werden das mit gewissen Anpassungen und mit gewissen Berliner Style gut hinkriegen. Mindestens ja auch mit dem Berliner Igel, den der Bundesverband leider gar nicht hat. Haha. Ja, vielen Dank euch für eure zahlreichen Fragen. Ich habe ja gar nicht alle aufgerufen. Viele sind ja auch im Chat beantwortet worden. Manche sind jetzt gerade auch noch gekommen. Das schaffen wir leider zeitlich nicht mehr. Aber danke für eure zahlreichen Impulse, euer Interesse.
Wir kommen gleich nochmal zum Punkt Sonstiges, aber nochmal der Hinweis, wir haben es wirklich schon ein paar Mal gesagt, es wird auch nochmal eine umfangreiche Infomail geben und wenn ihr jetzt auf grüne.berlin geht, werdet ihr direkt auf der Startseite auch eine Kachel finden, wo alles zum Programmprozess steht. Und wenn ihr das Gefühl habt, das war heute richtig spannend, die Welt sollte mehr davon wissen, könnt ihr auch gerne dazu twittern, instern, was auch immer. Der entsprechende Hashtag lautet Programm Zukunft ruft. Also hier, die Zukunft ruft nach uns, Programm Zukunft ruft. Nutzt das gerne und macht es bekannt, denn ich glaube, es wird ein ganz, ganz spannender Prozess, auf den ich mich schon sehr freue. Du hast eine Frage vergessen, Hanna. Du hast eine Frage vergessen, eine ganz wichtige. Es wurde noch gefragt, ob man Happy Hanna zur Moderation buchen kann. Es scheint, du hast einige Fans heute bekommen. Kann man gerne, ich mache das gerne. Für den Punkt Sonstiges wollten sowohl Werner als auch Nina noch mal was sagen. Was ist das fabelhaft quotiert? Nina, magst du starten? Ja, dann fange ich an. Das wollte ich eigentlich vorhin unter der politischen Lage schon unterbringen und habe es vergessen. Ich bin dann irgendwie mit meinen vielen Zetteln doch überfordert gewesen, offensichtlich. Ich wollte nämlich euch berichten, dass wir, habe ich auch berichtet, viel auf digital umgestellt haben. Wir haben heute nicht unser erstes Webinar, sondern wir hatten bereits ein Webinar zum Thema Corona mit Ramona, die uns da viel berichtet hat. Das war großartig. Das hat der Werner wunderbar moderiert. Vielleicht nicht ganz so gut wie Hanna heute, aber ich finde es gut, wenn ihr miteinander euch... Nein, das nehme ich zurück, Werner. Ihr seid beide großartig. Aber wir haben dabei festgestellt, dass dieses Webinarformat tatsächlich eines ist, was nicht nur in Corona-Zeiten, aber da ganz besonders viel Sinn macht und werden das deshalb fortführen. Ihr werdet auch im Anschluss an dieses Webinar noch alle nochmal eine Follow-up-E-Mail bekommen, wo ihr darauf hingewiesen werdet, dass wir weitere Webinare machen werden. Und ich wollte trotzdem jetzt schon mal für das nächste werben. Wir konnten unseren Berliner Europaabgeordneten Erik Marquardt gewinnen, dass er bereit ist, uns nochmal zu berichten zur Situation an der Außengrenze, zur Situation in Moria, die uns, glaube ich, alle sehr beschäftigt, dass uns alle wirklich, wenn man die Bilder von dort sieht, mitnimmt, gerade jetzt, wenn man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich, wenn Corona dort ausbricht. Aber auch vor dieser Krise schon war das ein unhaltbarer Zustand und wir haben hier in Berlin ja sehr für ein Aufnahmeprogramm gekämpft und wir freuen uns sehr, dass Erik bereit ist, uns da zu berichten und das wird ein Webinar demnächst am 27. Mai, glaube ich. Ich möchte nicht lügen, das werdet ihr aber, wie gesagt, nochmal eine E-Mail bekommen und ich würde mich freuen, wenn viele von euch da auch teilnehmen. Danke, Nina. Europa ist ein gutes Stichwort. Direkt weiter zu Werner. Ja, am 9. Mai ist der Europatag und wir können nicht so viele Aktionen draußen machen. Pulse for Europe wird eine kleine Aktion machen mit ganz wenigen Leuten, was auch schon in Planung ist. Aber wir möchten bei euch werben, macht diesen Tag zum wirklichen Europatag im Netz nach draußen. Bastelt Schilder, macht ein Video, geht mit raus. Europa braucht jetzt eure Stimme. Wir waren immer die große Europapartei und uns allen liegt Europa wirklich am Herzen. Und wir wollen ein solidarisches und ein gemeinschaftliches Europa, das auch füreinander einsteht. Und genau das steht zurzeit immer wieder mehr in Fragen. Wenn die Schlagbäume wieder runtergehen, wenn es nach Zweifel gibt, ob wir miteinander solidarisch auch für nach Lösungen kämpfen. Und am 9. Mai ist genau der Tag, wo wir nochmal alle miteinander nach außen gehen können. Unter dem Hashtag We are in this together, wir stehen zusammen für das, wollen wir euch bitten, dass ihr da wirklich auch mitmacht und dass wir auch klar ein Zeichen setzen, dass wir die Lasten dieser Corona-Krise in ganz Europa gemeinschaftlich tragen wollen. Ja, da freue ich mich sehr, wenn ihr mitmacht. Und wir enden jetzt mit einer Punktladung. Es ist ungefähr 21 Uhr. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart. Wir waren zu Spitzenzeiten 270 Leute. Das ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank für eure Fragen. Wir freuen uns, wenn ihr ganz zahlreich am Programmprozess mitmacht. Wenn ihr danach noch Fragen habt, meldet euch gern. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt fröhlich und bleibt solidarisch. Bis zum nächsten Mal.